1770 entdeckt der Engländer Cook die Ostküste Australiens und nimmt sie als Neu-Süd-Wales für Großbritannien in Besitz. 1788 Anfang der Besiedelung Australiens durch Weiße. Ansiedlung von fast 800 Verbrechern in der Botany Bay, dem späteren Sydney. Es entsteht die Gefängnisprovinz. 1829 Gründung der Kolonie Westaustralien. Jason Furbeck macht einen weiteren Besuch beim Gouverneur. Er will unter allen Umständen versuchen, dass die Kolonialregierung eine andere Einstellung gegenüber den wilden Siedlern einnimmt. Seine energische Rede vor den Kolonialoffizieren gipfelt in den Worten: Ist die Forderung freier Menschen auf englischem Boden nach Schutz und Sicherheit wirklich so abwegig? Wir bitten, das zu überprüfen. Zusammen mit seinem Vater ist Sam nach Sydney gereist. Er will sich nach einer Hausgehilfin umsehen und Lieutenant Elliot verschafft ihm eine Erlaubnis vom Gouvernement, mit der er offiziell eine Gefangene aus dem Frauengefängnis mitnehmen kann. Sam entscheidet sich für Kate Bell. Doch gerade Kate Bell will man ihm nicht ausliefern. Aber Sam besteht auf seinem Recht und beim gewaltsamen Verlassen des Gefängnisses kommt es zu einem Handgemenge, dem sich Sam und Kate nur noch durch die Flucht entziehen können. Bei der Festnahme der beiden durch den Corporal Bailey fehlt Sam die Legitimation. Beide werden verhaftet und abgeführt. Los, rein hier! Mein Vater ist Jason Furbeck. Er sitzt in der Schenke. Bringen Sie ihn her! Kommen Sie. Sie kriegen ein paar Schilling dafür. Jason Furbeck. Sagen Sie ihm, dass ich hier bin, ja? Ein Soldat, der Bestechungsgeld annimmt, kriegt die Peitsche! Wo ist Kate? Die können Sie ruhig vergessen. Die kommt wieder ins Loch. Niemals. Sie Idiot. Was denken Sie sich? Sie reißen Ihr Maul zu weit auf. Das haben wir hier sehr gerne. Sie werden mir Fett auch noch kriegen, Bailey. Du Mistkerl. Also, das Mädchen soll gleich rüber in die Surgeon Hall, Sir. Das ist ein Befehl. So, so. Sir? Nichts, Sergeant. Ich habe nur laut gedacht. Was ist mit dem Burschen, Sergeant? Was für ein Bursche? Na, der in der Zelle sitzt. Furbeck. Der soll warten. Furbeck? So heißt der Kerl. Sir. Ihr habt Furbeck festgenommen? Ja, Sir, wegen Fluchtbegünstigung. Sir. Fluchtbegünstigung klingt gut. Jason Furbeck entführt weiblichen Sträfling mit Gewalt. Verzeihen Sie, wenn ich unterbreche, aber der Mann sagt, er heißt Samuel. Hören Sie zu, Sie halten Ihren Rand und sagen nichts. Bringen Sie die Frau in die Kommandantur. In die Kommandantur? Ich denke, ich soll sie... Tun Sie, was ich Ihnen sage. Sie sind mir dafür verantwortlich, dass sie mit niemandem zusammenkommt. Ja, Sir. Eine Woche Einzelhaft und er besinnt sich auf seinen richtigen Namen. Ja, Sir. Furbeck. Der eine speist beim Gouverneur und der andere mit den Ratten in meinem Gefängnis. Exzellenz, der Schaden, den die illegalen Siedler anrichten, ist nicht abzuschätzen. Was schlagen Sie vor? Was sollen wir tun? Glauben Sie denn, Sie könnten mit einem Kreis, den Sie durch den Sand ziehen, die Asiaten aufhalten? Der Trend nach dem Westen ist eine Tatsache, Gentlemen. Wir müssen uns damit abfinden. Wir sollten das Land für legitimierte Antragsteller reservieren. Der Ansicht bin ich auch. Wollen wir Siedler anerkennen, die permanent unsere Gesetze verletzen? Sehr richtig. Wollen wir Siedler anerkennen, die geflohene Sträflinge aufnehmen, die uns das Vieh von den Weiden stehlen? Ich protestiere, Sir. Das sind leider Tatsachen, Exzellenz. Sie stören unsere Arbeit. Sie machen gemeinsame Sachen mit den Buschräubern, verkaufen ihnen Waffen und Alkohol. Das sind doch Krankheiten, die in jeder Kolonie auftreten. Aber die Amoral wird bald auf die anständigen Leute übergehen. Es gibt überall gute und weniger gute Menschen, Hochwürden. Es ist nicht jemand nur schlecht, das wissen Sie selbst. Ich danke Ihnen, Sir. Niemand zweifelt die außerordentlichen Verdienste der großen Landbesitzer an Sie, Lawson, Bartlett und Jennings. Aber wir sollten nach vorne schauen. Wir können Männer, die ihr Leben riskiert haben, um dieses Land zu erschließen, nicht als Gesetzlose brandmarken. Wir müssen großzügiger denken. Weil Ihr Protégé Elliot in eine wilde Siedlerfamilie reingeheiratet hat? Können Sie mich eine Sekunde entschuldigen, Exzellenz. Ja, natürlich. Bitte. Ich schlage vor, wenn der Bericht des Komitees vorliegt, werden wir uns erlauben, Mr. Furbeck noch mal einzuladen. Es wird mir eine Ehre sein. Dem Gesetz nach brauchen wir auch die Mitarbeit der Kirche für den Bericht.
die ihm zustimmt oder ihn ablehnt. Wenn ich die Sache recht sehe, Gentlemen, dann macht uns der Name Fairbeck doch einige Schwierigkeiten. Seine Exzellenz hält sehr viel von ihm. Das wird sich bald ändern, denke ich. Es wird Sie sicher interessieren zu hören, Gentlemen, dass vor ein paar Stunden gegen Fairbeck eine Klage eingereicht worden ist. Und zwar eine Klage über ein Verhalten, das selbst Exzellenz in Erstaunen versetzen wird, da bin ich ganz sicher. Er wird künftig von Fairbeck eine andere Meinung haben als bisher. Und was reden Sie denn eigentlich, Harvard? Um was geht's? Dann rücken Sie doch mal raus. Das kann ich Ihnen sagen. Um die geht's. Um dieses Sträflingsmädchen. Wenn ich die Sache richtig sehe, kann sie Fairbeck das Genick brechen. Du Ratte. Sie ist Ihnen ja keine Unbekannte, Herr Generalarzt. Das kann man wohl sagen. Nun, um es klar zu formulieren, legt sie ein volles Geständnis ab. Dann kann sie ihre Situation nur verbessern, denn die ist ja nicht allzu groß. Wir sind ihre Freunde, Kate. Kate! Kate! Also, wir hören, Mr. Harwood. Danke, Sir. Der Hauptzeuge, Sir, ist ein Corporal, für dessen Pflichttreue und für dessen Ehrenhaftigkeit ich mich persönlich verbürge. Danke, Major. Der Zeuge wird seine Aussage unter Eid ablegen. Er hat einen ausgezeichneten Charakter, ist bereits seit 11 Jahren Soldat und hat sich während seiner ganzen Dienstzeit nicht das Geringste zu Schulden kommen lassen. Können wir Sie dazu mal hören, Corporal? Ja, Sir. Euer Ehren, Sir. Ich war auf Patrouille und sehe plötzlich den Rauch eines Lagerfeuers. Als ich näher kam, entdeckte ich einen Mann und eine Frau, die sich dann vor mir zu verstecken suchten. Sie müssen dort die ganze Nacht kampiert haben, denn das Feuer war ziemlich runtergebrannt. Ja. Ist das alles, Corporal? Ich habe die beiden festgenommen, Sir. Vielleicht sagen Sie dem Gericht doch mal den Namen des Mannes. Mr. Fairbeck, Sir. Das ist ja hochinteressant. Ein wilder Siedler mit einem Sträflingsmädchen unterwegs. Ja, Sir. Hat sie Ihnen gegenüber irgendetwas gesagt? Ich möchte dem Gericht Zeit ersparen. Sie hat dem Corporal gesagt, sie sei gezwungen worden, so steht es hier. Fairbeck hätte sie unter Drohungen gezwungen, mitzukommen. Als sie sich weigerte, brauchte er Gewalt, deren Spuren man deutlich am Körper des Mädchens feststellen kann. Ist das soweit alles? Ja, Sir. Ist Mr. Fairbeck anwesend? Es würde Wochen dauern, ihn zu finden, Sir. Er ist ein wilder Siedler. Das ist eine Untersuchung. Fairbeck steht noch nicht unter Anklage. Ja, Hochwürden. Darf ich Sie bitten, mal ein bisschen näher zu kommen? Kommen Sie nur. Haben Sie gehört? Sie brauchen keine Angst zu haben, mein Kind. Wir wollen Ihnen helfen. Sind Sie eine Christin? Ja. Sie sollen jetzt schwören. Wissen Sie, was das heißt? Mhm. Nehmen Sie die Bibel in Ihre Hand und sprechen Sie mir nach. Ich schwöre, die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ich schwöre, die Wahrheit zu sagen. Die ganze Wahrheit. Du musst lauter sprechen. Wir wollen dich alle verstehen. Und nichts als die Wahrheit. Sie heißen Kate und sind ein Sträfling. Ja. Erzählen Sie uns, was passiert ist. Alles, was hier über Mr. Fairbeck gesagt wird, ist gelogen. Mr. Fairbeck hat Sie also zu nichts gezwungen. Nein! Sie stehen unter Eid, Kate. Ja. Meinem Corporal haben Sie was anderes gesagt. Nein, das ist nicht wahr! Sie lügen doch! Nehmen Sie allen Ernstes an, dass wir Ihnen Glauben schenken? Das Wort einer Verbrecherin gegen das eines ehrenhaften Soldaten aus der Armee seiner Majestät? Sie haben behauptet, Fairbeck hätte Sie mit Gewalt rausgeholt. Nein! Er hat Sie nicht geschlagen, er hat Sie nicht versucht zu erpressen, wie Sie das dem Corporal gegenüber berichtet haben. Ich mache Sie doch mal darauf aufmerksam, Sie stehen unter Eid! Nein. Der Himmel wird Sie eines Tages für Ihre Grausamkeit bestrafen! Tag, Mr. Fairbeck.
Tag, Molly. Du sollst mich nicht so unverschämt ansehen, du Scheusal. Sonst lass ich dich in Eisen legen. Euch sticht wohl der Arm. Ach, Anna, es ist schön, dich nach so langer Zeit mal wieder zu sehen. Sie sollten uns eben öfter mal besuchen. Das würde ich gern, vor allem nachdem so charmante Damen da draußen sehr dünn gesät sind. Jetzt wird Anna sicher noch stolzer werden. Samuel würde das Gleiche sagen. Wo ist der übrigens? Ich denke, der kommt mit euch. Ist er denn nicht da? Er ist doch volle zwei Tage vor uns weggeritten. Das verstehe ich nicht. Er müsste doch längst hier sein. Ich werde mich darum kümmern, wenn ich jetzt zurückfahre. Was denn? Jetzt schon? Na, nicht gleich. Ich will mich ein bisschen frisch machen und dann erzähle ich dir, was der Gouverneur über dich gesagt hat. Und Sie, Mr. Furbeck, bleiben Sie bei uns, bis wir eine Nachricht haben von Sam? Oder wollen Sie lieber drüben bei Mutter wohnen? Nein, Anna, vielen Dank. Wenn ich wählen darf, möchte ich doch lieber bei deinem Vater wohnen. Gut, kommen Sie. Er wird sich freuen. Ich habe es Ihnen schon so oft gesagt und sage es noch einmal. Mr. Furbeck hat mir keine Veranlassung gegeben, mich zu beschweren. Ich behaupte immer wieder, dass Sie lügen. Sie haben seine Aussage gehört. Wissen Sie, was das für Sie bedeutet, das Gericht anzulügen? Sie stehen unter Eid. Ich sage die Wahrheit. Er hat Ihnen gedroht. Er hat Sie eingeschüchtert und später haben Sie sich bei dem Korporal beschwert. Nein, das ist die Wahrheit. Nein. Das ist nicht die Wahrheit. Sind Sie nicht Corporal Bailey nachgelaufen und habe ihn angefleht, er möge Sie von Furbeck befreien? Nein, Sir, das habe ich nicht. Im Gegenteil. Wenn ich gelitten habe, dann habe ich in Ihren Gefängnissen und unter Ihren Soldaten gelitten, Sir. Eine neue Geschichte. Schon wieder eine neue Beschwerde. Was bilden Sie sich ein? Wollen Sie mich jetzt beschuldigen? Haben Sie vielleicht vor, noch weitere Offiziere seiner Majestät zu beleidigen? Nein. Das möchte ich Ihnen auch nicht raten. Sie sollten sich sehr genau überlegen, was Sie hier sagen. Es steht sehr viel auf dem Spiel für Sie, natürlich auch für Furbeck. Denken Sie nach, Kate. Sie haben nichts zu verlieren. Sie können Ihre Situation nur verbessern. Aber dann müssen Sie uns die Wahrheit sagen. Ich nehme alles auf meinen Eid, Sir. Vorsicht, mein Kind. Falsche Aussage unter Eid ist Gotteslästerung. Das Gericht ist zu der Ansicht gekommen, gegen Jason Furbeck Klage zu erheben. Und Kate Bell, richten Sie sich bitte auf. Kate Bell, das Gericht spricht Sie schuldig des wissentlichen Meineides. Sie werden ab sofort in eins seiner Majestätsgefängnisse überwiesen und mit dem nächsten Transport nach Fort Macquarie gebracht, wo Sie für den Rest Ihrer Jahre in der Verbannung leben werden. Dieser einstimmige Gerichtsbeschluss ist mit seiner Verkündung rechtskräftig. Ich habe die Wahrheit gesagt. Ich habe die Wahrheit gesagt. Bringt sie fort. Sie haben gesagt, Sie wären meine Freunde. Ich habe die Wahrheit gesagt. Ich habe die Wahrheit gesagt. Unschuldig! Nein!
Kate! Kate, ich bin Samuel und nicht Jason. Jason ist mein Vater. Ich habe die Wahrheit gesagt! Kate! Du Drecksack! Halt dein Maul! Du Bastard! Mach auf, damit ich ihn umbringe. Ich will wissen, woher sie meinen Vater kennt. Wo ist er? Ich werde dir jeden Knochen im Leib einzeln brechen. Was habt ihr mit meinem Vater gemacht? Rein hier! Die Schlüssel. Den von Kates Zelle. Wir mein Freund. Um Himmels Willen, Kate, bleib jetzt dicht bei mir. Mit dem Lärm, verdammtes Gesindel! Kate, kein lautes Wort, sonst sind wir verloren. Gib mal die Laterne her! Geht's so gut? Man sollte sie alle aufhängen. Ja, mehr sind sie auch nicht wert. Das ist doch Babys Pferd, oder? Ah, sicher. Wo steckt er denn? Es ist geladen, Connolly. Sag ihnen, wir sind hier raus. Connolly! Was zum Teufel suchen Sie da drin? Sträflinge, ich habe sie gesehen. Durchs Fenster. Furbeck! Wo ist dieser verdammte Furbeck? Hört ihr Idioten mich denn nicht? Aufwachen, ich will hier raus! Wache, ich bin's, Bailey! Furbeck ist geflohen. Wo ist er? Wo ist das Stinktier? Rede! Er ist entwischt, Corporal. Seid ihr verrückt? Und du hast nicht versucht, ihn aufzuhalten? Hat er das Mädchen bei sich? Ich weiß nicht, es war zu dunkel. Also los, hinter ihn her! Bei der Dunkelheit? Dir sage ich was, hör gut zu. Du wirst jetzt hinter ihnen herreiten oder du lernst mich kennen. Wer hat sie denn laufen lassen? Sieh doch! Halt dein Maul! Ich will Furbeck haben und du bringst sie mir her! Wenn ihr sie nicht findet, lasse ich euch alle aufhängen. Das könnt ihr mit mir nicht machen. Dazu bin ich schon zu lange bei dem Haufen. Du weißt doch, wer er ist. Furbeck. Und Bell heißt sie. Bell? Kate Bell? Ja. Kate Bell heißt das verdammte Weib. Und wenn wir sie nicht finden, dann bin ich dran.
Seht euch, ihr müden Knochen! Und kommt mir ja nicht, hole sie wieder! Keinen Ton, Connolly. Wie weit ist es zum Haus des Gouverneurs? Nicht weit. 2 Minuten von hier. Sie haben uns geholfen. Wir sind Ihnen sehr dankbar. Viel Glück. Ich hoffe, dass ihr durchkommt. Zeig uns den Weg. Ich werde da oben ein Wort für dich einlegen. Ja. Ich muss schon sagen, eine ziemlich unangenehme Geschichte, Harwood. Was meinen Sie dazu? Das finde ich auch, Exzellenz. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Ich dulde keine Racheakte. So etwas wird es hier nicht geben. Und Ihre nächste Untersuchung, Harwood, sollte wesentlich unparteiischer ausfallen. Wer Schwierigkeiten macht, wird aus der Kolonie ausgewiesen. Haben Sie das verstanden? Ja, Exzellenz. Also, ich habe die Schuldigen hart bestrafen lassen, Mr. Furbeck. Die Angelegenheit ist mir äußerst peinlich. Das wird Ihnen Harwood bestätigen. Das ist richtig, Sir. Das wird sich nicht wiederholen. Ja, das hoffe ich auch sehr stark. Eine Eskorte wird Sie nach Hause begleiten, Mr. Furbeck, wo immer Ihr Zuhause liegen mag. Und teilen Sie Ihrem Herrn Vater mein Bedauern über diesen Vorfall mit. Ich bäte ihn, uns diese Sache nicht nachtragen zu wollen. Danke, Exzellenz. Und Sie, mein Kind, Sie sind frei und haben nichts mehr zu befürchten. Wir machen den Vorschlag, dass Sie bei den Furbecks bleiben. Es sind aufrichtige und brave Menschen. Aber Sie sind frei in Ihren Entscheidungen. Sie können gehen, wohin Sie wollen. Samuel, was ist das für eine Eskorte? Vom Gouverneur höchstpersönlich, Sir. Ja. Edward, das ist Kate. Ihr Diener, Madam. Ist es erlaubt, dass ich von hier aus die Eskorte stelle? Ja, aber nur bis zur Grenze, Edward. In Lukes Königreich sind wir sicher. Da gibt es keine Gentlemen. Soldat, ich übernehme.